Ja, wir sind heute mal wieder da und ich gehe heute auf einen Wunsch ein von einem Zuschauer, von einem Abonnenten. Wir fangen heute mal an, uns ein bisschen zu teleportieren, ein bisschen zu experimentieren, und zwar in dem ja, schon etwas älteren Spiel Portal. Warum dieses Spiel so arschgeil ist, werden wir gleich sehen. So, wir laden. Starten neu ins Spiel rein und ich werde das Ding jetzt in einem Rutsch aufnehmen, einfach nur weil das Spiel so arschgeil ist. So, wir sind hier in irgendeinem Raum aufgewacht. Mit einem Radio. Und ja, das ist dasselbe, genau dasselbe wie Half-Life. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from stand back. The portal will open in 3, 2, 1. Ja, diese nette Computerstimme hat uns gerade gesagt, wir sind im Enrichment Center von Aperture Science. Und da haben wir das Logo Aperture Laboratories. Verdammt, wie spricht man das aus? Laboratory. Ach komm, leck mich. Ja, wir sind auf jeden Fall im Enrichment Center von Aperture Science. Wir sollen ein bisschen was tun hier und dafür bekommen wir später einen Kuchen, einen ganz tollen Kuchen. Und hier sehen wir schon unsere erste Aufgabe. Sobald wir hier draufstehen, geht die Tür auf. Sobald wir runtergehen, geht sie zu. So, und diesen Kubus können wir aufnehmen. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Weighted Storage Cube. Ja, das ist ein Storage Cube, den wir gerade gesehen haben. Allgemein bekannt eigentlich als Companion Cube. Zumindest unter der Zockergemeinde. Hallo, Kamera. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Okay, was hier? Ah ja. Hallo, Cube. Jetzt macht er das Ding wieder zu. Ich glaube, ich spinne. Mach das Ding auf. Hallo. Juhu. Mal auf. Make it open, Motherfucker! Ist dieses Spiel eigentlich ab 18? Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Okay, ein bisschen schwer ist es zu verstehen durch das Englische, muss ich ganz ehrlich gestehen, und dann diese Computerstimme. Normalerweise habe ich kein Problem mit Englisch, so, ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst aus Minecraft. Aber das war auch in Half-Life 2 so, da hatte ich auch immer ein bisschen Probleme mit dem Englisch. You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Ja, und hier sehen wir immer, auf welcher Ebene wir uns befinden und welche Gefahren hier auftauchen. Also sprich,
ein Companion Cube, der uns auf den Kopf fallen kann. Wir müssen irgendwo am Boden durch ein Portal springen und uns rausschleudern lassen. Oder wir werden beschossen. Oder wir dürfen nicht ins Wasser. Oder vielleicht gibt es sogar ein Stück Kuchen für uns. Also ja, auf dieses Stück Kuchen, da wäre ich jetzt total geil drauf, ganz ehrlich. Na hoppla. Und da ist das Objekt unserer Begierde. Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should move you. Also, please proceed to the chamber lock. Mind the gap. Also, sie hat uns gerade gesagt, dass das unsere eigene Portalwaffe ist und ja, dass diese Waffe nicht nass werden darf und all so ein Kram. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, warum soll die Waffe nicht nass werden dürfen? Ja, vielleicht noch ein bisschen nach hinten setzen. Oder können wir vielleicht an die Wand? Ja, das geht auch. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Keine Sorge, wir werden noch genügend Gelegenheit kriegen, uns irgendwie durch die Gegend zu katapultieren, indem wir Portale an die Wand und nach unten setzen. Ja, ich habe dieses Spiel schon mal durchgespielt, aber meine Güte, das Spiel ist von 2005? 6? 7? Keine Ahnung. Welcome to Test Chamber 4. You're doing quite well. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Und das finde ich so, so cool. Man kann durch diese Portale unendlich weit gucken im Prinzip. Und da ist unser Companion Cube. Komm her. Zack. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Ja, ja. Und in der nächsten Kammer werden sie auf sich selbst gestellt sein. Bla, bla, bla. Was war das denn jetzt? Komische Geräusche. Ja, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Endlich hört diese Computerstimme auf zu quatschen. Das geht mir nämlich voll auf den Sack. So, und wir nehmen einfach mal ein Portal nach da oben. Hallo Companion Cube. Haben will. So. Zack. Schade. Hopp. Hopp. Ja. Ja, treffst du mich heute auch nicht. Gut, dass ich nicht irgendwelche Ego-Shooter spiele. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2... Ja, ja, ja. Halt die Klappe, meine liebe Computerstimme. Also ich weiß nicht, ich finde ja heute noch, auch wenn die Grafik eigentlich total veraltet ist, finde ich immer noch, dass das Spiel einfach eine geile Grafik hat. While safety is one of many Enrichment Center goals, the unbelievable, you, subject name, here, must be the pride of, subject hometown, here. Ah, ich hatte eigentlich gesagt, diese Computerstimme hält mal die Klappe, aber irgendwie wird das auch nichts. Ja, das war eine Energieversorgung, wie sie aus Half-Life 2 schon bekannt ist. Das Spiel ist ja ganz, ganz dolle an Half-Life 2 geknüpft. Oder beziehungsweise ans Half-Life-Universum. Finde ich gut im Übrigen. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety.
Ja, das ist ein High Energy Pellet, hat sie gesagt. Also sprich eine Hochenergiekugel. Good. Now use the Aperture Science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Hallo, hallo. Mich gerne selber angucken können. Aber es geht nicht. So, flupp. Jo, und jetzt? Jetzt müssen wir warten. Beweg dich, Plattform. Los, go, go. Whoops. Ich bin es irgendwie so gewöhnt, die Shift-Taste zu drücken zum Sprinten, aber irgendwie funktioniert das hier alles nicht. Ich will sprinten können. Sprinten ist cool. Ich mag sprinten. Please know that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Das ist ja auch geil. Also sie hat uns gerade gesagt, wenn wir in dieses Wasser fallen, in diese Brühe, ist das schlecht für unser Testresultat, weil wir dann sterben. Jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken, wie das war. Autsch! Ach ja, genau. Die Dinger machen böse Aua. Jetzt hoffe ich, dass ich das Ding auch treffe. Natürlich nicht. Wissen wir dann auch da? Nein, immer noch nicht. Ja, jetzt aber. Komm, los. Juhu. Schwierig. Schwierig sowas. So, jetzt müssen wir natürlich auch erstmal auf die Plattform warten. Komm, Plattform. Komm zu mir. Ich finde dieses Geräusch so geil, wenn man durch so ein Portal tritt. Das ist so... Ah, oh, das ist so toll. Das ist so toll. Warum habe ich dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt? Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Ja, was auch immer du sagst, was auch immer du quatscht, es interessiert uns sowieso keinen. Vielleicht hätte ich doch die Sprache auf Deutsch einstellen sollen. Na egal. Make no attempt to solve it. Ach, da war ja was. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Ach, scheiße. Also noch. Ups. Once again, the Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Halt doch die Klappe. Hast du eh keine Ahnung, wovon du redest, Computerweit. Also, nochmal. Hups. Blöd. Frankly, this chamber was a mistake. If we were you, we would quit now. Diese Kammer war ein Fehler. Wenn wir sie wären, würden wir jetzt aufhören. Die Klappe, ey.
No one will blame you for giving up. In fact, quitting at this point is a perfectly reasonable response. Ja, das gibt's doch nicht. Ach, ich bin doch auch so blöd. Meine Güte, ja, ich weiß. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Leute von euch denken, mein Gott, bist du doof. Aber ja, das habe ich jetzt auch eingesehen. Meine Güte, ich kann auch noch durchballern. Er schafft dir doch einfach ein Portal auf der anderen Seite. Wie lange habe ich jetzt da rumgegammelt? Bestimmt 5 Minuten, oder? Naja. Was soll's? Hast du das? Man kann nicht alles sofort lösen. Was quatschen die Alte? Hui. Gut, jetzt kommt der lustige Part. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Hop. Und hop. Whee! Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Hop. Whee! Schön. Ach, wunderbar. Ein bisschen mit der Physik gespielt. Und dann geht das ja auch voran. Die Physik ist unser Freund. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Nee, das ist irgendwie doof. Oh! Was für ein Schweinsraum. Ja, müsste ja gleich irgendein Portal gehen. Ah ja. Nehmen wir mal wieder das Portal unten setzen, ich trau dem Ding nicht. Hallo, da ist die zweite Portal Gun. Wuhu! Haben wir. The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject hometown, here. Ja, da oben ist auch ganz dick der Ausgang markiert, also sind wir da schon mal richtig. Trotzdem habe ich wenig Interesse, jetzt da runterzufallen. Könnte ein bisschen sauer schmecken. Ja, komm, noch ein Stück. Danke. So,
Schön. Test bestanden. Nächster. Also man muss schon sagen, dieses Spiel ist unheimlich geil gemacht. Also von der Idee her alleine, sich eine Kanone zu basteln, mit der man sich einfach mal Portale erschaffen kann, ist da super. Ich glaube, ich würde mein Leben nach nichts anderes machen. Schätz mal, da hoch. Naja. Scheiße. Nochmal. Hopp. Da oben ist der Companion Cube. Wie kommen wir jetzt da dran? Ah, guck mal. Hopp. Ja, kann man nicht. Hopp. Hallöchen. Nein, er fällt runter. Hat sogar funktioniert. Naja, fast. So. Jetzt werde ich wieder drauf fliegen. So, dahin wieder ein Portal und das wieder benutzt, um hier hochzukommen. Schön. Aufzug. Nächster. Was schon seltsam ist, ist, dass wir uns dabei nicht sämtlich die Knochen brechen, wenn wir so umher katapultieren. Das ist eigentlich schon, ja. Schon krass. Der normale Mensch würde wahrscheinlich, verrecken. Sich das Knick brechen oder so. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic cell and adrenaline. So, hier haben wir noch einen Companion Cube drin, aber müssen scheinbar zwei von den Dingern aktivieren. Also würde ich sagen, schmeißen wir einfach mal zack, da noch ein Portal hin. Die Tür ist ja offen. So, legen den nochmal ordentlich hin. Und da haben wir natürlich wieder das wunderschöne Problem mit so, dann eine auf die schwarze Stelle am Boden, an der Wand eine. Und da ist der Companion Cube. Passt. Double Cube. Ich will den da einfach drauf droppen. So, passt. Schön. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Was, wenn das Protokoll zu Ende ist, werden wir... Ah, egal. Egal, was die alle Quatsch ist, doch eh Wayne. So, wir können erschlagen werden oder erschlagen werden. Ach nee, absuchen können wir auch noch. Und wir sollten kein Wasser trinken aus irgendwelchen dreckigen Brunnen. All subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided.
and you are an excellent test subject. Nervt.